Frau Häfjes Gäste, Bekannte von dort fair, die Teufel doch das Beste, das gleite hoch to kehr. Wel kommt dann dur so fürlig und hoch to pärt in Soll? Münchhusen ist manierlich, verbögt er sich egal. Mein Pärtgen, wie ich wogen, hei trägt den Puckel risch und ohne Feld zu fragen, setzt hei dann ob den Tisch. Kein Tassenfalt herinner, kein Wienglas wird er springt. Die Gäste nimmt das Wunder, das geht immer rund in Kring. Münchhusen fangt an prahlen. Was beit gib mir für Pferd? Dornherr, kannst du betonen, dein Gaut ist makelt wert. Und gehst du mir ganz Borken, ganz Fechte und noch mehr, denn Tusch kann ich nicht morgen. Mein Pferd gäb ich nicht her. Nu laut mir wieder trecken, dort auch bin ich geboren. Wie Gott, die schönste Plecken, dat is für mi Gaut Dorn. Dort Fenstergartner buten, verwägen is ihn Maul. Kien Hufschlag dröpp die Ruten, Münchhusen schwenkt sie'n Haut. Waren hier Besitzer, Kick, und dann ist das wieder so gegangen beim Zerstückeln und so weiter, dann ist das Ganze verkauft worden an von Gahl. Und dieses ganze Gebiet hier, Hammerholz, das war ja der letzte zusammenhängende Besitz von Gahl hier in der Tiet. Ich bedanke mich als erstes bei unseren Verkehrssicherheitsleuten vorn und hinten. Und an Jau als Heimatvereinsmitglieder, also wirklich, ob wie von Friedach und hier, alle Lust der Tau, dann mockt das Spaß, dann kann man noch was sagen, als wenn man weit, du ach, dann ist ein Koppel für sich allein schnacken und so wieder. Also, schönen Dank und mich freut das so ein großes Interesse, du was. Und jetzt. Ja, also ich kann mich ganz schwach. Kommt nicht weiter nach vorne.
sensationeller Auftritt. Völlig, komplett, super umgesetzt. Da können wir einfach nur sagen, ganz klar, Wette gewonnen. Vielen, vielen Dank dem Heimatverein Bakum. Ja, und den nächsten Backtag stehen wir wohl in der Pflicht, Franzose, wa? Das Moxie dann, selbstverständlich. Da werden dann nur Paddeln schnacken wie ein Heimatverein. Dann kommen wir und Mottmund Dittgen Brot verkauft wie ein Heimathus. Auf freien Josalom. Ich denke, wenn ihr gestorben wie, dann kriegen wir hin. Richtig? Dankeschön, Heimatverein Bakum. Mit dem Titel »Musik ist wieder Trumpf« berichtete Ludger Große-Holthaus
in der OV über das traditionelle Sänger- und Musikertreffen der Gemeinde Barkum am 26. und 27. August 1983 in Vestrup. Der Musikverein Vestrup richtete dieses Treffen der Musikfreunde aus. Das Fest wurde auf dem ideal gelegenen Eckelkamp in der Ortsmitte abgehalten. Bereits am Freitag, den 26. August, fand im großen Festzelt abends ein Wunschkonzert statt, das von den drei Musikvereinen Barkum, Lüsche und Vestrup gemeinsam durchgeführt wurde. Im Anschluss an das Wunschkonzert traf man sich zu einem Festball. Am Samstag, den 27. August, folgte dann der Empfang der Vereine durch den Musikverein Vestrup. Mit einer anschließenden gemeinsamen Chorprobe und einer Ehrung der Gefallenen zogen die Sänger und Musiker in einem Festmarsch durch Vestrup zum Festzelt. Hier feierte man um 17 Uhr das Fest Hochamt als Vorabendessen. Anschluss an das Hochamt präsentierten sich die Gesang- und Musikvereine der Gemeinde Barkum in ihren Einzelvorträgen. Auch Gastvereine aus Nachbargemeinden nahmen teil.
weiterer Festball am Abend bildete den Abschluss des jährlichen Musiker- und Sängertreffens.